Moin Moin und herzlich willkommen. Ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel, die Vorbereitungen gehen langsam los und da wollen wir euch mitnehmen. Wir planen das neue Camper-Event 2024 und ja, wir stehen kurz vorm Wochenende. Da heißt es natürlich, dass wir uns mit allen Beteiligten, die Organisatoren, die da mitwirken, dass wir uns jetzt alle an den Tisch setzen und lange reden werden. So, aber vorher, bevor wir natürlich dahin fahren, müssen wir das Übliche machen, und zwar Wasser auffüllen, weil ja, wir standen jetzt ein paar Tage auf einer Ecke, wo es das nicht gab, und deswegen sind wir gerade dabei zu tanken. Das müssen wir jetzt noch machen. Dann, was müssen wir noch machen? Dann müssen wir noch schnell Gas holen, weil ja, heute Nacht ist uns leider das Gas leer gegangen, war angenehm kalt. Kuschelphase war angesagt, aber ist nicht so schlimm. Mrs. ist zufrieden, steht im Auto und lacht. Und solange die Frau lacht, geht es dem Mann gut, bekanntlicherweise. Aber so, jetzt warten wir. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie ja, so eine Dual Control funktioniert. Ne? Guck mal, letztes Mal habe ich eine schöne, saubere Flasche übrigens bekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie so eine Dual Control funktioniert, dann schaut gerne jetzt oben rechts oder oben links, oder am Ende des Videos verlinke ich das gerne nochmal. Da habe ich schon mal ein Video gezeigt gehabt, um die zu erklären. Weil, wie gesagt, jetzt sind sie beide leer. Und ja, ich würde da gerne mal in Zukunft, würde ich mir gerne noch eine Information einbauen, dass wir das drinnen sehen, wann wirklich die letzte dann angebrochen war. Aber gut, jetzt geht es aktuell noch. Wir haben gerade noch ein bisschen Plus. Abends halt ein bisschen kuscheln und dann geht das. So, jetzt will ich aber aufhören zu schnacken. Jetzt machen wir alles voll und dann fahren wir weiter. Ja, Leute, neuer Tag, neues Glück. Wir sind gestern ja losgefahren für unsere Eventplanung und es wurde so spät und so chaosmäßig, dass wir ja, das nicht mehr gefilmt haben. Und jetzt klopft sogar jemand an unsere Tür. Matthias, Moment! Das kann nur Matthias sein. Aber was passiert heute? Wir sind heute bei der lieben Iris und bei dem lieben Micha von Womo Aktiv. Und dann geht's auch schon los. Wie gesagt, lange Sitzung. Aber wir haben auch noch ein kleines Geschenk für die. Guck mal. Ist das nicht geil? Ich bin voll am Zittern. Geil, oder? Ein schönes kleines Geschenk. Aber jetzt ist unser Chauffeur, der steht schon draußen vor der Tür. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Wir haben uns heute mal so ein cooles Mikro hier gebaut. Mal schauen, ob das was anderes ist. Jetzt geht es auf jeden Fall los, weil sonst schaffen wir heute nichts mehr. So, Freunde, ja, neuer Tag, neues Glück. Wir haben viele, viele Stunden verbracht zusammen mit Womo Aktiv und dem Team von Comboline. Jetzt stehen wir hier. Ich möchte euch gar nicht zu viel zeigen. Viele Leute mögen das ja nicht, wenn man das alles so privat zeigt. Aber von Womo Aktiv wollt ihr natürlich wahrscheinlich mal unseren Micha sehen. Der ist nämlich auch gerade da. Lasst uns einfach mal hingehen. Ja, und da ist er auch schon. Hi Michael. Hallihallo, grüß dich. Mensch, ja. Lange ist es her, dass wir uns gesehen haben. Ja. Ich darf dir einmal das Mikro geben. Danke. Das letzte Mal war es auf dem Campertreffen, wo wir uns gesehen ja, haben. Ja, vor guten halben Jahr jetzt schon. Genau. Und was hatten wir da für ein Thema angesprochen gehabt? Ja gut, wir hatten es ja ein bisschen umgeteasert. Es war ja auch nicht nur dein erstes Treffen, was du ausgerichtet hast, sondern unseres, wo wir teilgenommen haben. Genau, wisst ihr ja auch. Derjenige, der nicht dabei war oder der mit dabei war, wusste, dass es von Comboline das erste Treffen war. Genau. Und ja, wir hatten es ja auch auf unserem Kanal, Womo Aktiv. Genau. Haben wir ja auch einen Zweiteiler über das Treffen. Ja, da hatte ich ja mit Rebecca so rumgescherzt und habe ja auch Rebecca netterweise eine kleine Rumtour schnell aufmachen können. Ja, da haben wir natürlich ein Wort gehabt, den anderen. Was soll ich sagen? Du hast es ja mitbekommen. Mhm. Und letztendlich sind wir ja bei dir gelandet, aber ja, sagen wir mal so, ich hatte dich ja bedrängt. Das hat er. Also derjenige, der es noch nicht gesehen hat, das Video, ich verlinke es gerne nochmal hier oder am Ende des Videos. Da könnt ihr euch das Video nochmal anschauen von Womo Aktiv. Der hat auch nochmal aus seiner Sicht eine Zusammenfassung gedreht vom Camper-Video. Aber in diesem Video soll es nicht um das Alte gehen, sondern um das Neue. Genau. Um das Neue. Wir haben uns dazu entschlossen, wir sagen, wir machen eins. Diese Reise wird es eins geben im Style von Womo Aktiv und Comboline. Und das haben wir halt jetzt in einer langen Nacht- und Nebelaktion angefangen zu planen. Oh ja. Oh es ja. hat mega viel Spaß gemacht. Ihr könnt gespannt sein. Die nächsten Tage wird es auf beiden Kanälen viele Informationen dafür gegeben. Ja, ich sag mal so, wir werden schon mal anfangen, die eine oder andere Information durchsecken zu lassen.
Ja. Also zumindest, was du auf deinen Kanal machst, ist dein Ding, Thomas. Also wir werden auf jeden Fall, ja, es wird ein Camper-Treffen geben. Definitiv. Wann und wo, ihr Lieben, nein. Also ich werde es zumindest auf meinem Kanal so halten, whatever you tust. Aber da müssen dann auf beiden Kanälen gucken. Ich wollte gerade sagen, ihr merkt schon, ihr müsst eigentlich beide Kanäle verfolgen, um zu gucken, wo ihr mehr Informationen kriegen könnt. Genau, also wir sagen mal so, es gibt was, Art und Weise. Ja, wir haben jetzt mal eine grobe Richtung oder ich sag mal, wie ist das immer schön, eine Basis. Ja, okay, eine Basis haben wir. Ja. Es wird was geben, aber was, wo, wie, mit wem? Ja, die Basis haben wir auf jeden Fall schon, wie ihr gerade von Micha gehört habt. Und darauf werden wir das ganze Konzept, so ein bisschen Sachen aus dem alten Campertreffen mitnehmen, aber es ist überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Es ist nicht mehr zu vergleichen, weil wir haben ja gesagt, ja, Treffen, habt ihr jetzt mitbekommen, ja, wann und wo, wie. Das sind natürlich jetzt die Feinplanungen, das ist genau das, was Thomas nämlich nochmal angesprochen hat. Jetzt geht es natürlich in die feinen Sachen. Und wer unseren Kanal zumindest kennt, von Womo Aktiv, wie gesagt, da müsst ihr raufgucken, da kommen jetzt noch die anderen Filme. Wir wollen natürlich alle mitnehmen. Und wie das Ganze aussieht, das sehen wir dann. Genau. Da wollen wir gar nicht so viel darüber sagen. Nein. Was wir vorab aber sagen können, es gibt bei uns keine, wie soll man sagen, keine Grenzen. Keine Ausgrenzung von Irgendwelchen Camper. Keine Ausgrenzungen. Es ist jeder willkommen, ob Zelt, ob nur eine Hängematte zwischen zwei Bäumen, wie du gestern gesagt hast. Ne? Jeder ist herzlich willkommen. Aber wie gesagt, wir wollen dir das Video gar nicht so lange machen. Seid gespannt, folgt uns auf beiden Kanälen. Da werden wir die nächsten Wochen einige Informationen zu preisgeben. Ja, nicht nur auf Kanälen. Also wir sind ja auch Instagram. Also ich sag mal so, die nächsten 6 bis 8 Wochen wird sowohl auf Insta als auch auf den Kanälen das ein oder andere, da sehen wir uns ja das, was wir schon haben, die Basis, die wir rübergeben, weil wir wollen natürlich so viele von euch mitnehmen. Und das heißt, wir müssen irgendwann spätestens noch dieses Jahr einen Punkt haben. Sprich einen Termin. Den haben wir. Eigentlich haben wir ihn schon, aber wir sind noch ein bisschen am Feilen. Ja. Und ihr wisst das selber, was noch nicht sattelfest ist, können wir noch nicht preisgeben. Wir haben jetzt noch einiges zu tun, aber hier an dieser Stelle wisst ihr schon mal, es wird definitiv eins geben, 2024. Das Gute, es wird eins geben, das Schlechte, wir müssen mitmachen. Aber egal, Thomas hat sein Gespräch gelöst, wir haben damit angeteasert, jetzt sind wir halt mit dabei, aber ich denke mal auch da, wir werden... Aber eins noch an dieser Stelle, eigentlich ist das ja nicht auf unsere Sache gewachsen, das war ja deine Sache. Ne? Du hast das Thema angesprochen, gesagt, Dank, damals gesagt, dann wird es ein zweites geben. Vielen Dank für die Blumen. Ich werde aber auch da Rebecca mit ins Boot nehmen, weil das ist, wir haben eigentlich das nur lustig gemacht und schon hatten wir es. Aber wir kriegen das hin. Stelle, Rebecca wird das Video auch nochmal sehen. Wir freuen uns natürlich, dass du auch wieder mit dabei bist und dann bist du auf dieser Seite des Videos. Genau. Und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir werden das rocken. Genau. Es war mega geil. Und ich sage, bis denn dann. Guckt auf beide Kanäle. So ist es. Und dann geht's weiter. Ciao. Bleibt dran. Ciao.